Ich war also beim Arbeitsamt. Ich wollte mal hingehen, ich wollte mal eine Umschulung machen von hier von Star. Mal was anderes, wo man nicht so viel arbeiten muss. Ich bin ja sehr viel immer abends, die 2 Stunden, das ist schon 3 Stunden heute Abend. So ein bisschen anstrengend. Ich bereite mich ja den ganzen Tag mental darauf vor, auf euch. Ich kenne jeden Einzelnen mittlerweile, jede Einzelne. Entschuldigung. Wo war ich denn? Ach so, Arbeitsamt. Ja, bin ich hingegangen einfach morgens. Ich habe gedacht, 7 Uhr ist zu früh, aber ist zu spät. Bin 4 Uhr aufgestanden, war um 4:30 da. Stand schon eine Schlange von 300 Metern. Ich habe gewartet, schön brav. Ich war an einem Dienstagmorgen da, um 4:30, wie gesagt. Am Donnerstag kam ich dran, um 11:30 Uhr. Und zwar wurde ich vorgelassen zur Zettelkasse. Ich bekam einen Zettel, wo drauf stand die Nummer 1308. 2 Wochen später wurde endlich meine Nummer aufgerufen. Und es war soweit. Ich ging in Zimmer 34a. Klopf, 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 klopf. Herein. Schönen guten Tag. Ja. Wen haben wir denn da? Ja, mein Name ist Helge Schneider. Von Katzeklo. Ja, setzen Sie doch wohl erstmal hin. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, was wünschen Sie denn? Was wollen Sie denn hier? Ja, ich suche Arbeit. Also. Also, schwierig. Wie soll denn die Arbeit, was haben Sie denn nur gedacht? Ja, ich dachte, eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ja, Herr Schneider, da wollen wir mal eine Karteikarte gucken. Moment. Professortitel? Keine Schulausbildung. Also nur Schwimmen. Fahrtenschwimmer, 1/2 Stunde 3-Meter-Brett. Ja. Da würde ich mal ein Auge zudrücken. Ja. Ja, ich nehme den Arbeits an. Aber vielleicht annehmen. Ich nehme vielleicht an. Vielleicht. Ja, wie du ein guter, hochdotierter Post bin. Ja, aber wann fängt man denn an? Wie viel Uhr? Ja, von Schichtwechsel, Schicht, normale Arbeitszeit, 8 Stunden. Nee,
das ist völlig falsch. Ich dachte an etwas vielleicht in der Woche, 2 Stunden insgesamt. Und dann aber in der Bezahlung sehr, sehr gut. Ja, das hätten wir nichts, außer eventuell, dass Sie vielleicht als Blumengießer irgendwie im Privathaushalt da mal einmal verloren. Ja, gibt es denn das? Gibt es das? Ja, da hat man letzte Woche eine hier, da dann 2 Stunden dafür recht, ja. Naja, aber 2 Stunden ist auch eigentlich, wenn man so recht können, sehr, sehr lang sein. Gibt es nicht irgendwas, wo man gar nicht in Erscheinung tritt? Also gar nichts, überhaupt nichts. Nur auf dem Konto eine Bewegung hat. Herr Schneider, da sage ich Ihnen mal, geben Sie mir einen goldenen Tipp. Da bleiben Sie mal in Ihrem Beruf. Ja, das ist auch besser so. Tschüss. Auf Wiedersehen.